Ja, liebe Freunde und liebe Mitstreiter, liebe Berliner, ich freue mich, euch und Sie hier heute zu begrüßen. Und wer jetzt denkt, wir hätten mehr sein können, keine Bange, es werden mehr. Der Spiegel titelte dazu gestern treffgenau: Ahnungslos in die Eurodämmerung. Die meisten Bürger ahnen es noch nicht, doch das Endspiel um den Euro hat begonnen. Irgendwann werden die Ahnungslosen erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Auch wenn sie so lange all die niedermachen, die schon heute wissen, was los ist. Europaskeptisch, europafeindlich, populistisch. Wer so denkt, der muss nicht weiterdenken. Letzte Woche beteiligten sich an unserer Anti-ESM-Demo in München der Bund der Steuerzahler mit einem CSU-Mann an der Spitze. Die Freien Wähler aus dem bürgerlichen Lager. Der dem Grünen nahestehende Verein Mehr Demokratie e.V. Anwaltlich vertreten durch die ehemalige Bundesjustizministerin Professor Däubler-Gmelin von der SPD. Heute hier in Berlin eben Daniel Neun und Johanna Rehwoth als Veranstalter. Und es tritt noch auf, auch Frau Ackermann als Mitglied von der TAK. Das ist das breiteste zivilgesellschaftliche Bündnis, das wir je erlebt haben. Und das ist ein großer Erfolg der Zivilgesellschaft. Griechenland ist pleite, Spanien ist kurz davor. Unsere Rettungsmilliarden fließen nicht an leidende Menschen, denen damit auch nicht mal geholfen wäre, sondern an Banken, damit deren Eigentümer und Aktionäre keine Verluste machen. Das muss ein Ende haben. Heute Morgen stand in der Zeitung, spanisches Rating nur noch 2 Stufen über Ramschniveau, weil den Banken 100 Milliarden fehlen. Und weiter, EU will Rettung spanischer Banken ohne Sparauflagen für Spanien. Geheimgremium tagt. Vor wenigen Tagen flossen weitere 18 Milliarden Euro unserer Steuergelder an das unstreitig und unabwendbar insolvente Griechenland. 18.000 Millionen Euro, die wir 100%ig nie mehr wiedersehen werden. Hart erarbeitete Steuergelder von Krankenpflegern und Kindergärtnern, von Lehrern und Elektrikern, von Gärtnern und Bauarbeitern. Und an wen flossen die? An die griechische Bevölkerung? Nein, an die Banken. 4,2 Milliarden Euro davon direkt an einen alten Studienfreund des EU-Kommissionspräsidenten Barroso, auf dessen 122-Meter-Yacht er gerne mal Ferien macht, nämlich an seinen Freund, den griechischen Multimilliardär Spiro Latsis. 4.200 Millionen Euro zur Rettung der Bank eines Multimilliardärs. Damit ist keinem einzigen Griechen geholfen, aber so funktioniert die EU-Oligarchie. Das kann doch nicht wahr sein. Und das passt genau in das Bild, das mir vor 2 Wochen ein anderer Vertreter der EU-Oligarchie gezeichnet hatte, Jean-Claude Trichet. Ich habe ihn vor 2 Wochen getroffen. Er war von 2003 bis Ende letzten Jahres Chef der EZB. Wir sprachen über das, was heute unseren Frieden und unsere Demokratie in Europa am meisten bedroht. Die Euro-Krise und den ESM. Trichet war einer der einflussreichsten und wichtigsten Vertreter und vor allem Gestalter der EU-Oligarchie. Und ihn habe ich gefragt, was er unter Demokratie versteht. Und er hat mir erklärt, was sein Plan und der Plan der EU-Oligarchen ist. Trichet erklärte mir seine. Er erklärte mir ihre Strategie. Sie haben eine Strategie. Er sagte mir, sie wollen jede Krise nutzen für ihre Pläne. Sie werden Europa umbauen. Sie wollen die Ausnahmesituation nutzen. Sie wollen die jetzige Krise nutzen, um die Rechte der Bürger an die EU abzugeben. Das ist ihr Plan. Das ist ihre Strategie. Sie wollen die Zentralisierung der Macht von Gesamteuropa in wenigen Händen in Brüssel. Dazu müssen sie und dazu werden sie die Abschaffung der Souveränität der Staaten betreiben. Frau Merkel, hier gegenüber, leistet brav Vorschub. Merkel sagte gestern, EU braucht mehr Kontrollmöglichkeiten und weiter, wir müssen Schritt für Schritt im weiteren Verlauf doch auch Kompetenzen an Europa abgeben. Wissen Sie, wer Europa ist? Wissen Sie, wer Europa ist? Das ist der Ministerrat, die EZB und vor allem natürlich die EU-Kommission. Und wenn der ESM-Dauerrettungsschirm kommt, dann kommen dazu noch der ESM-Gouverneursrat und das ESM-Direktorium.
absolut niemanden davon kann das Volk wählen. Niemanden können wir abwählen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun und deswegen lehnen wir das entschieden ab. Seit 1945 hatten wir freie Demokratien in Europa und da hatten wir Frieden in Europa. Krieg gab es nur in Jugoslawien, einem Vielvölkerstaat mit gemeinsamer Währung. In Freiheit und Wohlstand ist Europa sonst zusammengewachsen. Freiheit und Wohlstand, die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Wenn Länder in ihrer freien Selbstbestimmung, in freien und demokratischen Wahlen Regierungen wählen, die schlechte Politik machen, die nicht bezahlbar ist, dann ist das sicher nicht klug. Und wie wir jetzt sehen, auch endlich. Aber es ist eben die freie, demokratische Entscheidung der Bürger. Wenn frei gewählte Regierungen nicht sparen wollen, wie will da die EU durchgreifen, so nannte es Trichet mir gegenüber. Durchgreifen. Entweder die Regierung, das Land, letztlich die Bevölkerung will nicht sparen, dann wird sie es auch nicht. Oder sie kann nicht sparen, dann wird sie es auch nicht. Wie will da die EU durchgreifen? Mit Gewalt? Das lehnen wir ab. Trichets Plan, die Krise zu nutzen, um es, wie er sagte, in Ausnahmefällen die Grundlage zu schaffen für das Durchgreifen, ist die reine Fortsetzung von dem, was Jean-Claude Juncker, Eurogruppenchef, einmal so formulierte. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Heute wird schon gar nicht mehr in den Raum gestellt und abgewartet. Heute nutzt man die Krise, die große Krise, die EU-Konzepte von vornherein als alternativlos, als nicht verhandelbar hinzustellen. In größter Eile wird etwas durchgewunken, von dem die Bevölkerung am besten gar nichts mitbekommen sollte. Als zivile Koalition haben wir allerdings den Vertrag zum ESM veröffentlicht. Das war im Juni 2011. Wir haben den Vertrag in einem Video verbreitet, das weit über 1 Million Mal im Internet abgerufen wurde. So wurde der Vertrag überhaupt erst einmal Thema. Schon vor dem ESM starteten wir als zivile Koalition unsere Kampagne gegen das erste Rettungspaket, weil vollkommen klar war, es würde nicht das letzte sein. Über 1 Million Protest-E-Mails sind so da drüben und da, nämlich in den Büros der Bundestagsabgeordneten angekommen und im Bayerischen Landtag. 1 Million Protest-E-Mails, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Schritt für Schritt werden unsere Rechte nun in dieser Krise auf die EU übertragen. Demokratie, Rechtsstaat, Souveränität. Schritt für Schritt heben wir diese Rechte auf. Wir werden entmündigt unter tätiger Mithilfe unseres Parlaments. Die Konsequenzen werden jeden Tag spürbarer. Wir werden ärmer, unsere Kaufkraft schwindet und damit unsere Einkommen und unsere Ersparnisse. Die Freundschaft unter den Ländern Europas bröckelt. Damit ist auch der Frieden in Gefahr. Deswegen sind wir heute hier. Wir wollen den EU-Putsch von oben nicht. Wir wollen unsere demokratischen Grundrechte nicht in Brüssel versenken. Wir müssen unsere Rechte verteidigen und für unsere Bürgerrechte kämpfen. Wir lassen uns ein brüderliches, freundschaftliches Europa nicht nehmen. Wir wollen kein Europa, das auf Demokratie, das auf Rechtsstaat, das auf Wohlstand, das auf Freiheit, das auf Selbstbestimmung verzichtet. Das sind unsere Grundwerte und auf diese Grundrechte wollen und werden wir nicht verzichten. Wir brauchen diese EU-Oligarchie nicht, die sich Schritt für Schritt unsere Rechte, unsere demokratischen Grundrechte und immer mehr auch unseren Wohlstand aneignet.
Diese Bedrohung hat uns heute hier versammelt. Es kommt auf uns Bürger an, auf euch, liebe Freunde und Mitstreiter. Die Zukunft, unsere Rechte, unser Wohlstand liegen in unseren Händen. Nichts weniger als unsere Grundwerte, als die Deutschland und Europa groß und stark gemacht haben, stehen auf dem Spiel. Rechtsstaat, Freiheit, Demokratie. Wir zusammen in einem breiten Bündnis können das verhindern. Wir müssen das verhindern. Ich bin bereit, weiter zu kämpfen. Und wir brauchen jeden von Ihnen dabei. Wir stehen hier heute in Berlin, vor dem Reichstag, vor dem Kanzleramt. Und wir senden unsere Botschaft in den Reichstag und in das Kanzleramt, an unsere Parlamentarier und an Bundeskanzlerin Merkel. Ja zu unseren Grundwerten, ja zum Frieden in Europa, ja zur Freiheit, ja zur Demokratie und deswegen nein zur dauerhaften Euro-Rettung und zum ESM. Vielen Dank.